Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3, Hearts of Stone. Die Bude fackelt ab und wir müssen schnell hier raus. Jetzt brauche ich auch keine Fackel mehr selber. Oha. Ach, guck mal, das Bild vielleicht. Oh ja. Oh Mann, wir haben gerade gesehen, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Verdammt, mitten in einem Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Oh nein. Jetzt geht's weiter mit der Kälte hier, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist der Albtraum. Da oben. Oder was auch immer das war. Und ihr Vater. Was ist da denn los? So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bierhumpen. Aber es war Wodka drin. Ach, das ist ihr Vater. Okay. Ein Ehevertrag. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Okay, warum haben die einen Ehevertrag? Ehevertrag. Wir, die Unterzeichner Iris Bielewitz und Olgierd von Everick, sind übereingekommen, unsere Liebe mit einem Ehevertrag zu besiegeln und uns an bestimmte Vereinbarungen zu halten. Dieses Dokument soll als Eid vor den Göttern und all dem, was wir als heilig erachten, dienen, bis dass der Tod uns scheide. Wir werden einander mit gegenseitigem Respekt behandeln und die Wünsche und Meinungen des jeweilig anderen angemessen beachten. Sollte es zu einer Trennung kommen, werden wir beide, alle in die Ehe eingebrachten Besitztümer, ob beweglich oder unbeweglich, sowie vom jeweils anderen während des Zeitraums der Ehe empfangene Geschenke behalten. Das von den Parteien erzielte Einkommen soll nach jeweils eigenem Gutdünken ausgegeben werden, wobei alle Kosten der Wartung und Instandhaltung gemeinsamer Besitztümer zu gleichen Teilen zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Unterzeichner Iris Bielewitz und Olgierd von Everick. Ach, schade. Ich meine, was mit ihr passiert ist, dass sie gestorben ist. Irgendwas hat Olgierd gemacht, was ihr das Herz gebrochen hat. Was? Da ist noch ein Messer. Ein Messer. Blutbesudelt. Olgierd hat sich die Narben auf den Schultern wohl in jenem Winter zugelegt. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Ihr Vater muss den Vertrag gehalten haben. Aha. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß Ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Boah, wow, was ein Scheißkerl das geworden ist. Das gibt's doch gar nicht. Er hat einfach seinen Vater getötet. Also seinen... ne, Schwiegervater. Au. Dieser Scheiß... guck mal, ich hab der schon... von Everick aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Oh Mann. Ach, die arme Frau. Irgendwas hat ihn ganz schön verändert. Vielleicht der Pakt. Wenn die ganze Zeit davon die Rede ist, dass er nicht mehr menschlich ist. Ist er so eine Art Dämon geworden? Ich meine, er hat... oh, der Pedell. Ich entsinne mich.
Wir drei haben hier viel Zeit verbracht. Oh. In Stille. Wir gehen auf unsere Plätze, wie damals. Den Rest machst du. Tierhaare. So, als hätte hier der Hund gesessen. Eine große Tonschüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Gedeckt für eine Person, sonst für niemanden. No. Na also. Das Kätzchen. Du kriegst eine große Schüssel, ne? Das war wohl deins. Oh Gott, der Pedell. Unheimlich. Was hat der da? Das stimmt wohl nicht. Ich hab nichts für ihn. Krallenspuren. Ja, das war auf jeden Fall die Katz. Ha, guck mal da. Eine Platte. Ach, er hat ihr das Essen geliefert. Ist das vielleicht ihr Vater? Passt perfekt. War's da? Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Aber der Pedell hat sie trotzdem hingestellt, wie befohlen. Noch eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Dieser hier wird dich beschützen und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Olgierd von Evereck hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Was liegt dort? Iris von Evereks größte Angst. Also Spinnen können es nicht sein, die haben wir schon besiegt. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Wäre ich mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, da mein Herz von eisiger Leere erfüllt ist. Ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin welkst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Mögest du in Gesundheit leben und mich nur an die guten Zeiten erinnern. Olgierd. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Die Olgierd-Monster. Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst. Und müssen wir das am Ende machen. Warte mal, wir nehmen mal Tanzender Stern. Leblos und langweilig, wie ein Felsbrocken an der Straße. Na? Gefährlichen
Auch. Jetzt. Leblos und langweilig. Ach, das gibt's doch gar nicht. Hier mal kurz ein Pirol. Honig. Habt ihr gedacht, ne? Habt ihr gedacht. Ich wechsle das wieder. Jawoll, der hat jetzt nämlich dieselben Fähigkeiten wie sein anderer Olgiert. Guck mal da kann man den jetzt wieder austricksen. Ich hab den ja mir im Nachhinein noch gezeigt. Den Kampf. Ganz schön heftig. Du bist nicht er. Warte, ich will reden. Nicht hier. Nicht an diesem Ort. Es tut mir leid. Ich habe dich verwechselt. Mit Olgiert? Ich dachte, er wäre zurückgekehrt. Was bist du? Ein Geist? Eine Illusion? Ich bin Kummer. Ich habe dich schon gesehen, aber du warst nicht du selbst. Dann sah ich dich in deinen Erinnerungen wieder. Tatsächlich? Ich entsinne mich nicht. Ich hatte Albträume. Mehr weiß ich nicht. Ich bin wegen der lila Rose hier, die Olgiert dir gab. An dem Tag, als wir einander das letzte Mal sahen. Ich habe sie getrocknet und in unserer Kammer aufbewahrt. An meinem Bett. Dort lag ich und starrte sie an, bis sie zu Staub zerfiel. Wie ich kurz darauf auch. Die Rose ist also weg? Nicht in dieser Welt. Schau, du hast meinen Körper begraben und die Blume blüht wieder. Und ich? Ich bin aus einem dunklen Schlaf erwacht. Jetzt erst. Wie meine schöne Rose. Als du die Bürste auf mein Grab legtest, dachte ich daran, wie ich mich bürstete und Olgiert schweigend zusah. Sag mir, wie geht es Olgiert? Ist er gesund? Wohlauf? Dein Mann hat einen mächtigen Feind, Gaunter Odim. Kennst du den Namen? Ich verfluche den Tag, an dem ich ihn zuerst vernahm. Wer ist er und wie geriet er in euer Leben? Das war meine Schuld. Meinetwegen rief Olgiert den Mann des Glases.
Wegen mir wünscht er Reichtümer und Unsterblichkeit für uns beide. Olgit wird Odim doch besiegen, nicht wahr? Sag mir, wie geht es meinem Mann? Dein Mann jagt immer stärkeren Sinneseindrücken nach. Er fordert das Schicksal heraus, weil er unglücklich ist. Sein Herz ist aus Stein. Es hat sich also nichts geändert. Und hat Olgierd mich erwähnt? Was hat er gesagt? Nicht viel, aber ich habe nicht nach dir gefragt. Er schickt mich, um die Rose zu holen. Die Rose? Das Letzte, was ich von ihm habe? Sein letztes Geschenk. Die Rose scheint dir wichtig zu sein. Wichtiger als ein Andenken. Ich erinnere mich an so wenig. Nur wenn ich an die Rose denke, wird es klarer. Die Welt um mich wird realer. Und ich öffne die Augen und erkenne Dinge. Erinnere mich, wer ich bin und wer ich war. Ein Freund hat mir eins davon erzählt. Es könnten die starken Gefühle sein, die dich an die Rose binden. Hexer bezeichnen Gefühle auch als Stecknadeln. Sie halten dich in dieser Welt. Wie ein aufgespießtes Insekt in einer Sammlung? Entsetzlich. Ich muss ehrlich sein. Wenn ich die Rose nehme, hörst du vielleicht auf zu existieren. Wie die Welt, die du hast entstehen lassen. Und was geschieht dann? Bin ich dann frei von Leid und Trauer? Erwartet mich die Leere? Ich weiß es nicht. Ich will nicht mehr leiden. Aber ich fürchte, dass es kalt und dunkel ist, bis gar nichts mehr ist. Ich kann sie ja nicht wegnehmen, aber... Ich kann die Rose nicht nehmen. Bist du nicht ihretwegen gekommen? Ich kann Iris nicht ins Vergessen zwingen. Sie denkt und fühlt noch immer. Und sie wird nur Eindringlingen gefährlich. Sieh sie und ihre Welt an. Sie ist dazu verdammt, auf ewig in ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu leben. Sei gnädig. Nimm die Rose. Was soll ich tun? Was möchtest du? Ich weiß nicht, was ich will. Ich habe so riesengroße Angst. Ihr zwei, ihr versucht mich zu überreden, die Rose zu nehmen. Warum? Wir wollen Iris von Everek helfen. Und dir. Großherzige Dämonen? Wohl kaum. Ihr seid doch Dämonen, stimmt's? Ihr solltet Iris bis ans Ende ihrer Tage dienen. Ihr Tod war aber nicht das Ende und ihr seid dazu verdammt, für immer in der Welt ihres Leids zu bleiben. Ihr selbst könnt den Vertrag nicht brechen, also muss ich es für euch tun. Wenn ich die Rose nehme, hört Iris auf zu existieren und ihr seid frei. Du hast recht. Ist das falsch von uns? Unsere Absichten sind lauter. Wir sind nur Statisten in dieser Tragödie, die schon viel zu lange dauert. Wir können der Herren nicht helfen und ihr Schicksal rührt uns nicht. Kann man uns vorwerfen, dass wir die Bühne verlassen wollen? Nicht wirklich. Ich brauche die Rose. Gibst du sie mir? Sie ist so zart. Schau, die Blütenblätter sind am Rand purpurn geworden.
Wie an dem Tag, an dem ich sie bekam. Es fehlt nur noch der Tautropfen, der das Blatt hinabglitt, als ich die Rose in die Hand nahm. Oder war es Blut, weil ich mich gestochen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, ich habe Olgierts Brief nie gelesen. Das war nicht nötig. Und die Rose hätte ich auch nicht behalten müssen. Ich habe mich entschieden. Du bekommst die Rose. Damit enden unsere Dienste. Danke, Fremder, für unsere Freiheit. Ein Rat, bevor wir gehen. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, erleidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Suche dein Heil im Glas, das unzerbrechlich ist. Glas, das unzerbrechlich ist. Leb wohl. Mysteriös. Ich werde dich in Erinnerung behalten, Iris von Everick. Das spielt keine Rolle mehr. Leb wohl. Das war sehr traurig. Ach Mann, wenn Olgierd wenigstens Reue zeigen würde, aber er fühlt ja nichts. Er ist ja ein Klotz, er hat ein Herz aus Stein. Sehr schade. Na gut, die Quest ist abgeschlossen, wir haben leider immer noch kein Level-Up, oder? Ne, 160, das reicht bei weitem nicht. Okay Leute, was ein Mann sät. Oh ja, das wird das Ende sein, schätze ich mal. Okay Leute, ich danke euch sehr fürs Zusehen, danke für die Likes und wir sehen uns zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Bis dahin.